Du möchtest ein unglaubliches Abenteuer erleben. Du möchtest morgens neben der Liebe deines Lebens in deinem Bett aufwachen. Du möchtest riesige Häuserschluchten in Manhattan überblicken können, den Gebirgspass des Himalayas überschreiten oder den Karneval von Rio de Janeiro sehen und dafür nicht mal dein eigenes Bett verlassen müssen. Wenn dich das alles interessiert und du mehr darüber erfahren möchtest, haben wir genau zwei Worte für dich: luizides Träumen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist denn nun ein luizider Traum? Nun, ganz simpel ausgedrückt, ist ein luizider Traum oder auch Klartraum genannt, ein Traum, in dem euch bewusst wird, dass ihr gerade schlaft. Und diesen Traum könnt ihr dann nach euren Wünschen beeinflussen und umgestalten. Ihr seid Herr dieses Traums, der Herr eurer eigenen Welt. Und das ohne negative Folgen für euer reales Leben im Wachzustand. Und das, worüber wir gerade sprechen, ist kein Hokuspokus. Nein, das ist wissenschaftlich belegt. Bereits seit den 1980er Jahren hat man an der Stanford University in Amerika Leute ins MRT geschickt und hat die Schlafmuster überprüft. Und dabei hat man festgestellt, dass nach speziellen Angaben und Aufgaben, die man den Probanden gestellt hat, diese in der Lage waren, während des Schlafens diesen Aufgaben nachzukommen. Um zu erkennen, ob ihr wach seid oder träumt, müsst ihr einen Realitätscheck durchführen. Sogenannter Reality-Check, kommt aus dem Englischen. Das ist gar nicht so schwierig. Im Prinzip müsst ihr diesen Reality-Check ganz regelmäßig durchführen, auch im Wachzustand, damit ihr eben diese Abgrenzung hinkriegt, weil man das im Traum ja nicht genau weiß, ob ich jetzt träume oder ob ich noch wach bin. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das zu tun. Der einfachste Reality-Check ist der Finger-Check. Das heißt, ihr guckt, ob ihr fünf Finger habt. Wenn ihr fünf Finger habt, dann seid ihr aller Wahrscheinlichkeit nach wach. Wenn ihr aber auf einmal sechs Finger habt, juhu, dann seid ihr wahrscheinlich am Schlafen. Weil sechs Finger kann es ja nicht geben in der Realität. Oder noch eine andere Möglichkeit: Ihr nehmt eine Zeitung, lest euch einen Satz da drin durch, guckt weg, guckt wieder hin und wenn der Satz dann anders geworden ist, die Buchstaben verschwimmen oder die Zeitung auf einmal komplett anders aussieht, naja, dann seid ihr im Prinzip auch im Traum. Ich werde euch jetzt meine favoritisierte Methode vorstellen, mit der man in den luiziden Traum hineinkommen kann. Das ist die WBTB-Methode, Wake Back to Bed Method. Das kann man sich kaum merken, ist aber eine Methode, die auf jeden Fall gut funktioniert. Und zwar sieht das folgendermaßen aus: Wenn ihr schlaft, dann habt ihr euch zuvor einen Wecker gestellt, der euch nach ungefähr 5 bis 6 Stunden wach macht. Und wenn ihr aufgewacht seid, dann seid ihr erstmal 15 bis maximal 45 Minuten wach und macht irgendwas, bewegt euch aber nicht zu viel. Am besten im Bett liegen bleiben und über das luzide Träumen nachdenken und sich fest vornehmen, als nächstes in diesen luziden Traum wieder hineinzukommen und wieder einzuschlafen, weil dann wird auch genau das passieren. Das müsste in der Regel relativ schnell gehen. Und wenn ihr das schafft, dann wacht ihr direkt in eurem luziden Traum auf. Juhu! Und jetzt zum Schluss möchte ich euch gerne noch zwei Sachen sagen. Erst einmal, ihr solltet euch wirklich vornehmen, dass ihr klarträumen wollt, dass ihr das wirklich vorhabt. Wenn ihr euch das so vornehmt und sagt, ich will das so wie, keine Ahnung, atmen, dann wird das irgendwann auch eintreten, weil ihr müsst euch gedanklich darauf polen und darauf vorbereiten, dass das dann auch wirklich passiert. Das ist der erste Rat, den ich euch geben möchte. Und der zweite Rat ist die Realitätsüberprüfung. Und da findet ihr noch viele andere Möglichkeiten, um die Realität zu überprüfen. Ich habe euch das mit den fünf Fingern vorgestellt. Das solltet ihr auch regelmäßig versuchen, in euren Alltag zu integrieren und immer mal wieder zu machen, weil dann passiert es auch ganz automatisch in eurem Traum. Das klingt jetzt erstmal etwas verwirrend, das kann ich gut nachvollziehen, aber das klappt. Ihr müsst es nur ausprobieren und dranbleiben. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich ich wünsche euch ganz viel Glück, drücke euch fest die Daumen, dass auch ihr euren ersten Klartraum hinbekommt. Danke fürs Zuschauen.